Und da sind wir beim nächsten Spiel. Diesmal Death and Hawks gegen Four Colors Noco. Freddy wird mich dafür schlagen, dass ich es so genannt habe. Mit dabei habe ich den Kevin. Servus, Freunde. Warum Four Color? Es steht oben für Five Color. Ja, es ist Five Colors Noco, aber Freddy spielt ja keine roten Karten offiziell. Ach so. Er spielt ja auch kein UWR Blade oder so. Der hat immer nur UW Blade gespielt, obwohl er immer R drin hatte. Ja, gut. Nein, Pyro. Spaß beiseite. Das ist Five Color. Es ist auch tatsächlich nicht so viel für Rot drin, aber das, was drin ist, ist doch sehr wichtig. Gerade mit den Pyroblasts und so weiter. Und mit einer Karte, die man in diesem Matchup jetzt nicht sieht, aber in anderen Matchups mit dem wunderschönen, wie heißt's? Für 4 Mana zerstörst du alle Non-Basics und jeder Spieler darf sich... Ja, irgendwas mit Ash. Through the Ashes. Through the Ashes. Ja, genau, wunderschöne Karte. Gut, wir haben hier beide ein Mana-Artefakte gesehen, die aktuell relevant sind. Ja, Divine und das Arschtrollab. Ja, und die Arschtrollab ist durchgekommen, Divine nicht. Divine hat halt eine Hymne Turak gemacht. Hierbei auch ganz gut, dass es jetzt halt mit der Negierungskraft, man sieht schön, es ist eine deutsche Karte, sieht man einen durchgehenden Text. Ja, stimmt. Rausgenommen wurde, dadurch ist sie im Exile und es wurde hier kein Leben verloren. Ja, aber Exile ist ja für den Death and Hawks Spieler gehüpft wie gehoppelt. Ja, klar. Also darum ging es ging wahrscheinlich eher um das Leben. Es wurden sich 2 Hawks rausgesucht, der dritte wurde gerade nochmal kurz reingeschaffelt, weil 3 konnte man nicht nehmen, weil die Hand zu voll war, genau. Hier tradet man Kotal gegen Hawks, das ist für beide ziemlich okay. Prelate. Direkt gute Karte. Spiele ich tatsächlich Maverick jetzt auch eine Main. Ja. Wenn jetzt 1 oder 2. 2 hätte man auch sagen können gegen Abrupt oder ähnliches, aber ich glaube, man nennt hier 1. Ja, oder sogar schon dann die 3 wegen Oko, Teferet, Force of Negation oder auch Negierungskraft. Ja, hier ist da kommt jetzt der Jace. Das ist ja die Frage, fängt man hier jetzt schon an zu Fade zählen? Geht man hier noch in den Brainstorm? Ich denke, hier wird gebrainstormt. Ja, ja. Also er hätte hat es wahrscheinlich auch gemacht. Das sind kennt, zu viele Handkarten. Er, wollte ich sagen, er kennt die Birds auf der Hand und das war's. Sonst hat er auch nicht viel. Aber es ist halt auch so, Etherweil, Force of Negation, dann sind mal 2 Handkarten flöten. Ja. So, Swords of Blowshare ist hier jetzt noch nicht so relevant. Weil halt. Prelate auch auf Prelate, aber den kann man ja jederzeit mit dem Jace bouncen. Um die wichtigen Kreaturen wegzumachen, meinst du? Ja. Die Hawks halt. Ja, mit dem Schwert, ja, gut. Ja. Hier der Brainstorm auch nicht so geil, weil eben kein Fetchland, weil man ja mit den auf On-Curve auf 4 gedroppt hat. Da wird der letzte Hawk gezogen und gespielt. Ich vermute mal, da wird gleich eine Force auf Virtue gezogen. Ich glaube, ganz hinten ist eine. Das sind 5 Handkarten beim Death and Hawks Spieler. Ja, das ist krass. Also ist die Hawks pushen die richtig, richtig strong. Ja, direkt der Brainstorm mit der ist abrupt. Da war das DK, ja. Man sieht auch hier die ganzen Duels alle mit Blau, die gespielt werden. Ja gut, aber hat 2 Arschtrollabs und dann ist es einem auch ziemlich egal. Genau. Ne? Astrolab sei Dank. Es gibt ja auch viele Stimmen, die mittlerweile sagen, Astrolab muss einfach aus dem Format gehen. Ich war ja am Anfang, wo die Karte rauskam, habe ich ja auch gesagt, bevor Oko geht, geht Astrolab. Und jetzt haben sie halt die ganzen Hipster, haben das jetzt aufgegriffen und wiederholen das. Aber ja, klar. Aber gut, aktuell kümmern sich nicht zu strong. Aktuell also kümmern sich auch niemand um Oko oder ähnliches. Es gibt nur noch Companions, um die sich gekümmert wird. Die klauen halt allem die Show und das ist. Ja gut, wenn du die Astrolab auch aus dem Sideboard casten könntest, wäre die wahrscheinlich auch ziemlich cool. Ja. Warum nicht? Ja, hier greifen die beiden Hawks an. Da geht auch wieder. Ja, Jace kriegt wahrscheinlich hier ein Damage. Nee, wer kriegt hier ein Damage? Niemand. Niemand hat vor, einen Damage zu bekommen. Ah doch, der Jace. Ah ja. Ja. Da kommt der Talia. Ja, 5 Länder auf Seiten des Five-Color-Snoko-Spielers. Ja, man kann hier halt auf die Talia, kann man hier ein Abrupt Decay spielen, auf den Prelate und dann ein Swords to Plowshares auf die Talia, wenn sie das Board hittet. Kann man mal machen. Dann steht der Gegner halt da mit tatsächlich einem Hawk und das war's. Und wie viele Handkarten? Hast du das im Blick?
Jetzt noch 4. Ja, und da ist ein Force mit Pitch dann. Dann würde der Chase da hingehen. Ist die Frage, ob da ein Force dabei wäre. Wäre es ein Force dabei gewesen, hätte man den wahrscheinlich schon die Runde davor gespielt. Okay, man entscheidet sich hier einfach für 3. Die teurere Variante von dem Plan. Was hatte dessen Hawk-Spieler vor? Er guckt in seine Hand. Wie könnte er darauf reagieren? Mit was? Mir würde jetzt nichts einfallen? Gar nichts. Nö, gar nicht. Das ist dann nur so. Nur mal gucken. Malatite. Hier wird ein Fehler gemacht. Merke ich gerade. Okay, was? Man ist ja noch im eigenen Zug. Also ist alles im End of Turn vom Hawk-Spieler. Ja. Da kann er die Force nicht ziehen. Ja. Dementsprechend hätte er auch da ein Leben weniger. Ein Leben weniger jetzt. Ob das relevant ist oder nicht, weiß ich nicht. Auch hier die Talia, by the way, nicht im Exile. Man merkt einfach, dass die Leute ganz lange kein Magic mehr gespielt haben, keine Papierkarten mehr gehabt haben. Ist ganz schlimm. Ja. Ich auch, wo ich dann noch mal mein Deck in der Hand hatte. Ja. Da ist der Five-Color-Spieler ja noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich glaube trotzdem, der Chase spielt weiterhin mit. Ja. Das Bouncen kostet -1. -1. Genau. Also selbst damit hätte man den mal genug stören können, dass der das überlebt. Gar keine Frage. Man hätte ja natürlich auch mit dem Snappy noch warten können, bis den Gegner zog, um den ein bisschen mehr zu überraschen. Aber ja, wird der Brainstorm wieder benutzt. Jay ist jetzt zum dritten Mal gebrainstormt. Das ist im Normalfall der Moment, wo die Leute sagen, yo, jetzt ist meistens Ende, weil der Card Value einfach so hoch ist bei dem Kontrolldeck. Hat Spaß gemacht, ich bin dann mal weg. Ja, so ungefähr. Nee, der greift nicht an, der wurde gerade in der Upkeep gespielt. Ja, okay. Ja, wie gesagt, man hatte lange alles End of Turn und sonst was macht, dann. Ja. Ja, plus, wie gesagt, man hat halt lange keine Karten mehr in der Hand. Das darf man nie vergessen, was das für ein Unterschied ist zwischen Spiel und Nichtspiel. Da ist ein Silent Kring, da kommt ein Hawk. Das ist ein Drawland. Ja. Wichtig, dass es die schwarz-weiße Version ist. Warum? Es gibt eine unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeit, die besagt, dass man damit mit für einen Damage aus dem Sideboard, wenn man es denn auf der Hand hat, mit dem Land, das Surgical für nur einen Damage statt für zwei casten kann. Dementsprechend hat das sogar einen Sinn, dass man hier das schwarz-weiße... Du spielst eins davon im Deck. Eins davon, ein Surgical. Aber wenn du jetzt gesagt hättest, du spielst zwei davon, dann hätte ich gesagt, dann würde ich das weiß-rote spielen, um im Zweifelsfall das Chain Lightning nochmal zurückwerfen zu können. Ja, nee, das weiß-rote hatte ich vorher drin. Und habe mich dann eben dafür entschieden, das Schwarz-Weiße dazu. Okay, ja, das war jetzt Rote. Du hattest ja auch den Splash eine Zeit lang. Ich habe den Rot-Splash immer noch. Den Schwarz-Splash besitze ich eben teilweise noch nicht so ganz. Weil mir hat der Schwarz-Splash nie gefallen. Ich bin kein Fan von Bob. Vor allem nicht, wenn ich damit Force of Veto aufdecke. Ja, gut. Das ist, glaube ich, nicht wert. Ja. Obwohl, ich bin tatsächlich Fan von Bob. Ich habe selber noch nie Bob gespielt, findest du den aber cool? Nee, besessen tatsächlich. Also ich habe schon viele Decks gespielt, auch im Modern, das Chant-Deck vom Manu. Ja. Der hat ja schon ganz am Anfang, seitdem ich ihn kenne, spielt der Chant. Hier ist ein End-of-Turn-Port. Ja. Interessant. Oder hier im Four-Color-Loom. Ja. Und ein Draw, damit hat man den Jace Plus negiert. Die Frage, ob man damit nicht hätte warten können, bis der Jace was drunter legt, um sozusagen den doppelten Value zu generieren. Obwohl auch mal das Fetchen so ein bisschen baiten kann. Es war ja kein Fetch, es war ja ein Draw. Ach, einfach nur der Draw. Ah, um zu verhindern. Um eine zu Tiefe zu gehen, falls man Scheiße zieht. Ja. Ah, okay. Entschuldigung für das Wort, ist mir aber egal. Ist auch kein Upkeep-Port wieder. Bei den Mana ist es unwahrscheinlich, dass er da wirklich was macht. Da versucht man den wahrscheinlich eher am Ende abzusetzen. Das ist eine Ätherfiole. Hab ich gut gehalten, ne? Die darf man natürlich ziehen, die ist ziemlicher Quatsch aktuell. Ja. Da fliegt ein Astrolab. Ja, den lass ich.
Nee, im Brainstorm. Okay. Aber er sucht jetzt natürlich den Force um die Ether, weil dann... Es geht. Wenn er, solange er das Top kontrollieren kann, braucht er den eigentlich nicht. Da ist es, glaube ich... Also ich hätte das, glaube ich, jetzt schon gescoopt als dessen Hawks-Spieler. Auf was um wartet Zeit man noch? Zu sparen. Man hat schon die Möglichkeit, wenn man jetzt so Castle Adenwale oder so zieht und jede Runde 2-2er spielen kann ohne Ende. Okay. Mhm. Gut, hier jetzt natürlich mit dem Uro, das ist schon nicht so das Geilste. Gerade nicht, wenn der nächste Runde wiederkommt. Dementsprechend, ja. Der kommt nächste Runde wieder, ja. Und spätestens dann wird hier wahrscheinlich gescoopt. Einfach aus dem Grund heraus, dass das Castle an sich halt ganz gut ist, um halt jede Runde 2-2er zu erstellen. Hast du ja jetzt noch Keynes, ne? Das ist ein Iganyu Castle. Genau, das ist der Nachteil. Das Iganyu Castle würde ich nach rückwirkend gesehen auch in der Version gar nicht mehr spielen, weil ich fast keine Legendaries mehr drin spiele aktuell. Auch Primas ist nicht mehr drin? Aktuell spiele ich ohne Primas und ohne den Taranika und den Taranika. Okay. Und habe damit praktisch nur 4 Talias drin. Ja gut, dann macht es tatsächlich. Genau, aber es ist halt Sinn. Noch die Überbleibsel, das habe ich nicht früh genug realisiert, dass ich das hätte gegen Adenwale mal austauschen können bei der neuen Version. Auf der anderen Seite bin ich jetzt nach dem Spiel auch hingegangen und habe es einfach wieder zurückgemacht in die Legendary Version, die meiner Meinung nach viel, viel mehr Spaß macht. Ja, so ein Primas, der halt auch, was mit was kommen die die Kätzchen dann? 2-2, was zum Geist, voll gut. Wer sich übrigens für das Five-Color-Snoko-Deck da mal ein bisschen interessiert, ich habe Freddy tatsächlich auch vor die Kamera gezwungen und habe ihn mal gezwungen, einen Deck-Tag dazu zu machen, weil es ja eben doch schon sehr, sehr verschieden ist im Vergleich zu deinem Vegan-Pile oder meinem Five-Color, weil du ja mit dem Green Sun eher noch so diese kreaturenlastige Version hast, ich mit dem Checkpile eher so die schwarzlastige Version und das hier ist ja eher blau-weiß-lastig. Mhm. Das fand ich vielleicht mal ganz interessant, das auch mal genau auszuzeigen, was die Karten, was der Unterschied da ist. Gut, das wird jetzt auch die Tage irgendwann mal kommen, das Deck. Jetzt kommt halt noch dann der Yuriko. Genau, genau. Der da das jetzt ist halt ein 80-Karten-Deck draus macht. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern man das umsetzen kann in dem Deck. Ich denke tatsächlich ganz gut. Aber wenn du das Board jetzt zum Beispiel anguckst, man hätte ihn jetzt einfach casten können und hätte noch sowohl einen Brainstorm oder einen Ponder haben können und noch 2 Karten ziehen können. Ja, dadurch, dass man die Astrolabs flickt. Genau, ne? Durch die Astrolabs und auch durch die ich wollte jetzt gerade sagen Baleful Strix, aber bei euch heißen die anders. Das sind die Eisfang-Kotels. Die Eisfang-Kotels, genau. Und durch die Eisfang-Kotels, wenn du die alleine flickerst 2 Astrolabs, einen Eisfang-Kotel, hast du 5 mal 3 Karten gezogen und 5 Sechser gezogen. Was willst du mehr? Ja, okay. Das ist eben genau der Punkt. Ich dachte auch am Anfang so, ey, Yurio ist eigentlich totaler Quatsch in dem Deck. Im Standard, ja okay, sieht man so ein bisschen. Aber im Legacy doch nicht. Warum spielt man da 80 Karten? Das macht schon Sinn. Wo spielst du noch diese Verzauberung, Tassos? Oh nee, die ist voll schlecht. Ich verstehe nicht, warum die spielen. Ja, aber die flickern die halt auch noch. Ja, genau. Das ist dann halt ein Ponder, genau. Den du da noch Ponder für Arme. Wir sind im Legacy. Wir sind reich. Ja, da spielt man halt einfach Ponder. Gut, hier kommt der Uro wieder. Dementsprechend gehe ich jetzt davon aus. Ist das jetzt erst der zweite Zug? Hätte den. Uiuiui. Ich dachte, der hätte eben schon spielen können in der Runde davor. Aber doch, hätte er machen können, aber er wollte unbedingt das negieren, was oben auf dem Deck drauf lag. Mhm. Ja, zweite Force. Voll okay. Man wird geportet in der Upkeep, das Grün weg. Jetzt sehen wir. Plus. Auf wie viel? 21 immer noch, der Death Horse. 20 eigentlich. Ja, gut. Der Chase ist auf 10. 10. Ist der Chase das, schneller als der Beatdown? Ja, also das ist auch. Das ist der. Attacke. Das hat er noch. Das, weißt du doch, querlegen ist keine Win-Option. Ja, ja. Habe ich aber tatsächlich auch eine Zeit lang, gerade als ich jetzt das Jackball so viel gespielt habe, auch gemerkt, so, wenn da irgendwo ein Elch liegt, der darf ruhig querlegen. Alles andere wird nicht querlegt. Ja, ich kenne es ja auch mit meinem Four-Color-Deck. Man hat einfach 1000 Wege, die man gehen kann. Ja. Und, der Fluch des Astrolabs. Obwohl eigentlich hat man den Win auf dem Board liegen oder zumindest den richtigen Weg und dann fängt man an zu denken, ich könnte aber noch A, B, C, D, E und vielleicht. Da ist ein Charming Prince,
Weil wurde nicht abgetickt. Ich denke, hier ist auch, das merkt man auch, dass hier signiert wurde, bis zum geht nicht mehr. Ja, ja, ja. Und damit geht Game 1 an Five Colors. No, Entschuldigung, ich will noch Four Colors sagen. Ich bin das noch nicht gewohnt, dass der liebe Frederik hier Five Colors spielt. Weil er auch die ganze Zeit mit Four Color Miracle gespielt hat. Er hat uns aber bis jetzt auch erst drei Farben gezeigt. Nee, das DK, hat mein DK gesehen, hat noch schwarz. Genau. Also es fehlt halt der Rotanteil. Ja, also Cling to Dust ist drin. Der Rotanteil ist halt, Rot und Schwarz sind sehr, sehr, sehr gering. Es ist eigentlich eher ein Band-Deck mit leichten Splashes für Rot und für Schwarz. Ja. So wie ich es auch bevorzuge. Also Band ist so, finde ich, mit die leckerste Farbkombination. Ich bin ja eigentlich bei Madu tatsächlich so. Ich Madu ganz, ganz nice finde. Ja. Aber Death in Texas in Madu-Farben umzubauen ist halt so schwierig. Deswegen mochte ich auch das WW-Pal so. Mhm. Weil es eben genau diese Farbkombination ist. Es gibt ja ein paar Farbkombinationen, die von Natur aus besser funktionieren. Junt, Bug, beziehungsweise Sultai, Entschuldigung, für die neuen Kinder, Sultai. Die Party hat jetzt auch einen Namen, ja. Absan ja auch. Das ist nicht mehr Junk. Junk. Sondern Absan. Das sind Farben, die automatisch ganz gut miteinander kombinieren werden, genau wie Jeskai oder ähnliches. Die sieht man halt auch sehr häufig. Das genau, aber sowas so wie Madu wie Naya, ist halt schon. Madu. Genau, Naya und Madu sind halt so die etwas underplayten Farbkombinationen. Deswegen, lange Zeit lang war auch meiner Meinung nach mit Grün-Weiß-Blau, also Band, nicht so heftig vertreten. Nee, eher nee, schwach. Das und jetzt halt durch das Drucken von Zeit. Oko und Uro und Eisfang-Kotl vor allem. Weylaufstammer. Als würden sie Simic pushen wollen. Ich bin mir auch nicht so sicher. Aber ja, da kommen Fetchland, Chalice auf 1. Oh, Jason Hawks, ne? Interessanterweise, der Chalice auf der einen Seite ist der Chalice auf der anderen Seite die Matte. Ja. Ja, dritte Fetchland. Jetzt geht's aber flott. Dann geht's Stoneforge Mystiker. Ja, hier wird. Kommt dann durch, Stoneforge Mystic dürfte ein Fire and Ice nehmen. Ja, ja. Man hat aber auch letzte Runde nichts gespielt. Tatsächlich. Um? Die Stoneforge hätte man ja schon machen können. Das wird man jetzt gleich sehen, da der Frederik voll in die Falle reinläuft, die sehr offensichtlich am Board liegt. Weil er tut etwas, was die meisten Spieler tun. Ah, nein, er fetcht nicht die ganze Zeit. Da ist ein Evil Mindset geworden. Genau. Das ist jetzt der kleine Spoiler. Da sieht man ihn auch auf der Hand, der eben mein Sensor. Oh, so eine gute Karte. Ja, und vor allem, wenn der Gegner jetzt anfängt mit Fetch, Fetch. Ja. Und damit versucht er, irgendwelche Dinge zu shortcutten oder zu spielen. Kann es eben gut jetzt passieren, dass das... Der kostet drei. Ein Farblose, zwei Farblose, ein Weiß. Ja, deswegen also wurde letzte Runde auch nichts gespielt und die Runde danach auch nicht. Ja. Eben darauf zu warten, dass eben diese Fetches abgeschnitten werden. Weil wenn man diese Fetches hier abschneiden kann... Kann es dazu führen, dass der Gegner das Deck einfach das Match scoopt? Mhm. Und ich sehe auch, die ganze Hand ist voll mit einem Mana-Spells tatsächlich. Ja, genau. Hier kommt der Fetch-Fetch und darauf legt man den Elven Mind-Sensor. Ja, und das ist genau das, was ich dachte. Der kostet. Ach, da war ein Ancient-Tomb drunter. Genau. Ja, ja, genau vergiss das. Ich dachte genau gerade, das. Und das passiert dann halt auch mal, dass der Gegner einfach scoopt, weil er einfach ganz genau weiß, aber der, das ist er hätte, aber er hätte doch gucken können. Klar, der gucken er hat können. Nicht aber, geguckt. Aber dadurch, dass es eben genau Dinge sind, hier die suchen Basic raus. Ja, okay. Ist es, also klar, er spielt eine Menge mehr Basics als die normalen Five Color. Ich glaube, er hat 6 oder 7 Basics drin. Mal guckt sich die obersten 4 Karten an. Nur die obersten 4. Und dann 2 finden. Nee, 1. Dann mischen und nochmal gucken. Ach so. Erhöht die Wahrscheinlichkeit. Ja, ja, das stimmt. Aber grundsätzlich, ja. Boah, ich hätte es durchgezogen. Die Chalice auf 1 ist halt... Wenn man die ganze Hand nur ein Mana-Spells war, das war halt schon, gerade jetzt auch mit dem Fire and Ice, das ist halt ein Vorhit, dann ist halt Ende. Mhm. Ja. Also, Chalice ist so eine Karte. Gute Karte. Die kann halt ganz schnell mal den Spiel Gegner sich, ja. so krass nach hinten werfen. Ja. Auch wenn man weiß, dass man gegen Deck. Hier ist ein Mulligan von dem Snowco-Deck. Ja. Aber beide Mulligan, oder? Habe ich nicht drauf geachtet, kann sein. Kann sein, ich bin Devon Hawks gerade nicht drauf geachtet, nur bei dem Snowco habe ich es gerade gesehen. Man sieht auch schön die Lichtquelle, die verschoben ist. Durch man die ganze Zeit die Hand sieht. So, dann kommt wahrscheinlich aber auf dem Platz sehr hoch. Ja, dann kommt
Und Ponder. Ich hätte jetzt mit einer Astrolab gerechnet. Ich bin das gewohnt, dass die Gegner immer eine Astrolab haben. Das ist eine Surgical. Die boardet man rein? Ja. Weil man einfach den Platz hat, oder? Nein, tatsächlich boarde ich die nur gegen Frederik rein, weil ich weiß, dass er alle vier Force of Wills drin lässt. Ja, macht um ihn noch er immer weiter, noch? Ja, macht er immer noch. Um ihn noch weiter zu punishen. Okay. Und da siehst du auch einen Force of Will auf der Hand. Tatsächlich, ja. Ich sag nichts mehr. Und, Wir brauchen das Bootcamp hier nochmal. Das Bootcamp. Ja, es ist halt. Also es gibt halt solche und solche Argumente. Es gibt auch eine Argumentation, die Force drin zu lassen. Weil eben genau für diesen Fall, dass der Gegner weder Weil hat, noch etwas mit was anderem arbeiten kann. Und dadurch, dass Death and Hawks ja sowas wie Gideons und andere Sachen halt reinboardet, das ist zweite Force. Force, Pitch, Force, zeigt uns Force to Plowshares. Dadurch, dass eben sowas wie Gideon oder die Zerah reingebordet werden, ja, oder auch Kataklysmen, wenn das Kataklysmen dich hittet, weil du eben alle Force rausgebordet hast, hast du meistens verloren. Ja. Wen gibt es die Argumentation, das zu machen? Hier fliegt ein Surgical auf das Land. Auf das Vista. Mhm. Ein Brainstorm drauf, um halt den gratis Shuffle mitzunehmen. Ist die Frage, was man hier weglegt, ist Abrupt und ein Swords. Jo. Okay. Ja, das ist nicht verkehrt, wenn ja, Shuffle mitnehmen, genau, auf alle Fälle. Gratis Shuffle ist auf jeden Fall schon guter Anschlag. Ich dachte, er hätte noch eins auf der Hand gehabt. Dann hätte man es halt auch. Das wäre natürlich richtig gut gewesen. Wegmischen, ne? Ja. Gut, ich sehe hier einen Full Art Oko, ich sehe hier einen Return to Nature. Was du alles siehst, denkst du? Ein Ponder und ein Schwert, genau, muss ich da noch dazu sagen. Genau. Ja. Also, Schwert war am schwierigsten zu erkennen, würde ich mal behaupten. Ist auch eine ganz, ganz eklige Version. Ist auch deutsch. Ja. Habe ich tatsächlich alle gewonnen, die Frederik hat. Alle vier. Hm. Ich war bei 3 von 4 dabei. Ja. Na gut, ich habe nur 3 gewonnen. 1 habe ich von irgendwem abgekauft. Ich weiß nicht mehr von wem. Um das Playset voll zu machen. Das hast du vom Holtmann gegen den Bolt. Das, um das Playset doch, voll das zu machen, sein, tatsächlich. Kann sein, ja. Das kann sein. Der gute Niklas. Auch den vermisst man zu ja, Corona-Zeit. Ohne Ende. Obwohl mein Nachbar ist auch Dortmund-Fan und der hat auch sehr enge Trikots. Schon. Ja, aber generell, also das ist jetzt meiner Meinung nach auch so, wenn man so ein bisschen. Da ist übrigens die Sarah. So ein bisschen vor sich hinspielt, ist halt auch so ein bisschen das Höchste der Gefühle, meiner Meinung nach. Also ich vermisse es schon, auf Turniere zu gehen, so ist es nicht. Ja, das stimmt schon, wird auf alle Fälle Zeit. Auf der anderen Seite bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das nicht auch noch zu früh wäre, bevor man da nicht vielleicht etwas wartet. Vor allem, da man bei Magic eben das Problem hat, was man nicht bei uns zum Beispiel in Kantinen jetzt macht. Man hat so große Plastikscheiben, die man dazwischen stellt. Das funktioniert bei Standardleuten ganz gut, habe ich mir sagen lassen. Okay. Im Legacy ist einfach zu interaktiv, dass man auch zu viel mit den Gegnerkarten interagiert, dass man da eben mal nachguckt oder ähnliches. Aber das wäre zum Beispiel eine Lösung, zumindest eine grundlegende Lösung, diese Plastikschirme voneinander zu knallen. Ja, oder jeder mit Motorradhelm oder so. Oh, jeder Motorradhelm wäre auch gut. Gut, hier ist ein Ponder geflogen, was ein Land gefunden hat. Hier muss dann das. Das ist jetzt natürlich interessant, weil auf der einen Seite kann man halt jetzt weiter das Board developen, wenn man hier ein Damage, genau, wenn man hier Damage nimmt für die Stoneforge, die dann Sword of Fire and Ice vermutlich sucht. Ja, um sich vor der Kotel zu schützen. Ja, einfach nur um Druck aufzubauen. Mhm. Ein Upkeep wird hier vermutlich. Weiß. Ich bin am überlegen, ob man hier nicht vom Gedankengang vom Dustin Hawk Spieler nicht grün wegnimmt. Wegen dem Return to Nature? Wegen dem Oko. Wegen dem Oko, aber den kann er eh noch nicht spielen. Ja, egal, aber, was nee, du wegnimmst. Es geht darum, dass man den Gegner halt dazu verleitet, das zu denken und dann eben versucht, was zu spielen. Also der Gegner was versucht zu spielen. Okay, ja. Gut, hier passiert jetzt nichts. Da kann jetzt gleich das Schwert fliegen. Das ist natürlich nicht so schlecht. Wenn man jetzt natürlich hier ein Land ziehen würde, das wäre natürlich richtig sein. Schockgüssel. Aber ist nicht so. Fliegt Natalia für 3.
End of Turn, das auf die Thalia. Ja, da geht die, man kriegt 3 Leben, geht wieder auf 17. Den Schaden hat er noch genommen. Den Schaden hat er noch genommen, das habe ich auch noch nicht. Wahrscheinlich wollte er da warten, bis wirklich ein Endstep, dass nichts Neues kommt, was er nicht kennt. Ja, okay. Hier wird grün wieder getappt, weil jetzt ist es weiß relativ unrelevant. Jetzt war es unrelevant, das grün getappt zu haben. Ja. Weil jetzt kommt das Schwert, dann wird es equipped, ja. Dann kommt der Beat, dann kommt der Peng. Dann kommt der Beat. Wann kommt der Beat? Ja, hier hat man die oberste Karte gesehen, hier wird kurz geschaffelt. Warning an der Stelle. Church! Ja. Wobei man die unterste Karte hätte beiseite legen müssen, wenn wirklich gemaligend wurde. Okay, ja. Ja, da kommt mit das Schwert equipped. Hier interessanterweise mit den beiden Ebenen, um eben Schaden zu konservieren. Ich glaube, hier wäre es besser gewesen, wenn man das Engine-Tomb, also ich habe auch gedacht, hätte. Also ich hätte jetzt das Engine-Tomb genommen. Gerade mit dem Draw, den man noch hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was zieht, was man auch casten kann, sehr hoch. Sin Abrupt. Wird wahrscheinlich dann das Grün jetzt geportet. Mit dem Abrupt wird dann die Stoneforge zerstört. Aha, auch interessant. Dann gibt man den Tor. Naja, gut, man hat. Man füllt aber keine weiteren Länder. Wo auf der anderen Seite. Das ist natürlich sehr schade für den Snowcore-Spieler. Ja, gut. Die gute. Yes. Voller Elan. Was für 4? Oh, Gideon. Oh, wichtig. Oh, der ist mächtig. Oh, der ist mächtig. Gute Karte. Ja. Ich mag den. Ich spiele ihn ja jetzt im Maverick im Mainboard einmal. Ja. Und den Garuk einmal. Den Flip Garuk. Von dem habe ich aktuell auch eine Promo. Ja, ja, ich weiß. Zeig mir den nachher mal. Wunderschöne Night Tokens. Ich muss das immer wieder erwähnen. MTG for Tokens, wenn ihr Tokens für MTG. Nee. Tokens für MTG. Ja. Komm. Wenn ihr den Channel unterstützen wollt, könnt ihr mal in die Beschreibung gucken, da steht alle Informationen drin. So, jetzt natürlich nächste Runde die Frage, geht der Gideon hauen oder nicht? Equipt man. Oh, das könnte jetzt der Oko werden. Ja. Aber der Oko würde nicht viel machen. Nö, der Oko würde das Token größer machen. Ja, aktuell würde halt mit der Gideon würde halt für 6 hauen. Weil er +1/+1 kriegt, genau wie alle anderen auch. Und der Ellie-Token würde halt auch für 3 hauen. Okay, der Black Engineer mit Death Touch ist. Er wird wahrscheinlich hier egal. Ellie sagen. Weil Gideon und. Ding zu Ellie werden, ja. Und der Core, gut, dann ist der Force abgeschaltet. Genau, immerhin etwas. So, dann Equip auf. Wie würdest du das machen? Also, ich meine, man sieht dir jetzt, wie du das machst. Ich weiß nicht, also, ich würde den Gideon equippen. Ja. Das ich auch. Ich tue aber das andere, weil ich da noch nicht so drüber nachgedacht habe. Aus dem Grund heraus, weil das sieht man jetzt, den Fehler, den ich sehe, weil ich denke halt, jo, Black Engineer macht halt nicht viel. Hat aber Death Touch. Der hat aber Death Touch. Das genau. War nämlich genau dafür. Dann ist das Schwert auch wieder weg. Und so hättest du halt den Trigger. Ich muss 1/1, ich habe Ellie gesagt. Ja, yeah. Achso, 4, ja gut. Nee, 5, weil der hierdurch wieder Plus kriegt. Ja, stimmt, der ist richtig. Ja, genau, das war das. Darum geht es mir nicht, es geht darum, dass der Night Ellie jetzt geht, genau. Mhm. Und so hätte man den Night Ellie einfach behalten. Das ist man hätte aber nur 2 Damage gemacht statt 5. Aber gerade mit dem Wachsamkeit-Dude jetzt noch auf der Hand, der auch noch mal 2 Token rausschmeißt, sobald er stirbt. Ja. Das soll es gewesen sein. Ich denke auch, dass da nicht viel was kommt. Ja, nein, da kommt nichts viel. Genau. Und damit haben wir ein 2-1 für Death and Hawks. Das ist natürlich mit der 5-Color Snoko jetzt natürlich echt mies gewesen, dass der auf 4 Ländern am Ende festhing. Ja, davor das mit Chalice, das macht ja halt auch wenig Spaß. Genau. Aber so ist das manchmal im Magic. Ja, mal halt verliert man, mal gewinnen die anderen. Ja. Ist leider sehr häufig so. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.